Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten und letzten Folge vom Sanitäter Fresh Up Impf Special. Wir haben uns für diese Folge vorgenommen, ein paar der Mythen und auch Bedenken, die es hinsichtlich des Corona-Impfstoffes gibt, zu behandeln und da einfach mal so ein bisschen durch die Dinge durchzugehen, die zu diesem Impfstoff gesagt werden, was diesem Impfstoff nachgesagt wird. Und mein Vorschlag wäre, wir steigen einfach schon mal direkt ein. Tatsächlich relativ am Anfang wurde berichtet, dass man von diesem Impfstoff eine Gesichtslähmung bekommen kann, weil es eben Berichte über Gesichtslähmung gab im Zusammenhang mit der Impfung. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Impfstoff Gesichtslähmung verursacht, denn nach aktueller Erkenntnis war es so, dass bei 40.000 Teilnehmern etwa, an denen das getestet wurde, 4 eine vorübergehende Gesichtslähmung bekommen haben. Das entspricht tatsächlich in etwa auch dem, was man in der ganz normalen Durchschnittsbevölkerung erwarten würde. Also das ist nichts, was über das Maß hinausgeht, das man auch ohne Impfung erwarten würde. Von daher, ja, die haben Gesichtslähmung gehabt und sind auch geimpft worden. Allerdings besteht da vermutlich kein Zusammenhang. Ähnlich verhält es sich tatsächlich auch mit Aussagen über Todesfälle im Zusammenhang mit dem Impfstoff. Tatsächlich kam es zumindest beim BioNTech-Impfstoff, weiß ich das jetzt, zu 6 Todesfällen in dieser Studie. Dazu muss man kurioserweise sagen, 2 davon in der Kohorte, die den Impfstoff bekommen haben, 4 davon bei denen, die nur ein Placebo hatten. Also ist man oder kann man auch da davon ausgehen, dass es sich nicht um Todesfälle durch den Impfstoff handelt, sondern dass es eben ganz normale Todesfälle sind, die auch ohne weiteres sonst aufgetreten wären. Ähnliche Berichte häufen sich jetzt auch aus der Anwendung des Impfstoffes. Das heißt, natürlich gibt es jetzt auch immer mal wieder Nachrichten von Menschen, die nach der Impfung verstorben sind. Dazu muss man natürlich auch sich vor Augen führen, dass wir aktuell insbesondere die gefährdeten Gruppen impfen. Das heißt, viele derer, die wir gerade impfen, insbesondere in dieser ersten Impfkohorte, die wir hatten, sind Menschen weit über 90. Das heißt, diese Menschen sind ohnehin krank. Diese Menschen sind, so unschön das klingen mag, eher am Lebensende angekommen, als es ein 20-Jähriger ist. Das heißt, die ganz normalen, in Anführungszeichen, Todesraten innerhalb dieser speziellen Bevölkerungsgruppe sind ohnehin hoch. Dementsprechend ist es auch wenig verwunderlich, dass vor, nach oder auch während irgendwo anders geimpft wird, Menschen sterben. Das gehört einfach zum Leben dazu. Bis jetzt wurden alle diese Fälle, wo Menschen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gestorben sind, auch immer untersucht. Und zumindest aus den bisherigen Untersuchungen sind noch keine Zusammenhänge aufgetaucht. Das heißt, in den untersuchten Fällen war es immer möglich, eine klare Todesursache zu finden, die eben nichts mit der Impfung selber zu tun hatte. Zu dir, Nils. Ja, das ist, glaube ich, so die wichtige Message. Ne? Das wird nicht, auch wenn es unwahrscheinlich ist, wird es nicht auf die leichte Schulter genommen, sondern man guckt sich das trotzdem weiterhin an. Genau, es gab wohl auch, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, aber es gab wohl die Sorge, dass dieser Impfstoff Frauen unfruchtbar machen könnte. Das kommt wohl, also ja, es gibt gewisse Proteinähnlichkeiten mit einem Protein, was wohl auch in der Gebärmutter existiert. Und jetzt die Sorge quasi bestand, was für die Gebärmutter auch wichtig ist, dieses Protein. Und die Sorge bestand jetzt quasi, dass wir Autoimmunantikörper damit produzieren. Also dass wir mit der Impfung letzten Endes auch Antikörper gegen ein Gebärmutterprotein erzeugen. Das ist jetzt nicht explizit untersucht worden in der Studie. Also man hat jetzt natürlich nicht in der Studie gesagt, geguckt, ob die Frauen danach noch schwanger werden können. Das ist ja aber im Grunde so, dass dieses Protein, was wir da haben, dem ähnelt bzw. dem identisch ist, was das Virus auch als Protein mit sich bringt. Und wenn ich also eine Virusinfektion habe mit dem Coronavirus, dann bilde ich immer Antikörper auch gegen dieses Protein. Und jetzt weiß man, das ist tatsächlich gesichert, dass alleine aus den USA zum Beispiel es über 40.000 Schwangerschaften gibt nach einer Corona-Infektion. Also die Frau hatte eine Corona-Infektion, hat dann Antikörper dagegen gebildet, gegen dieses Protein, gegen das wir dann oder mit dem wir effektiv impfen und ist danach schwanger geworden.
Das heißt, es sieht nicht so aus, das sieht auch so aus den Corona-Verläufen bisher, da hat man explizit darauf geachtet, gerade die Gynäkologen haben da intensiv auch Beobachtungsstudien gemacht, als würde das irgendwie unfruchtbar machen. Jetzt wird natürlich trotzdem gesagt, dass man Schwangere nicht impfen soll. Das hat wenig mit der Unfruchtbarkeit erstmal im ersten Schritt zu tun, muss man sagen. Ja? Weil die Schwangere, die ist ja schon fruchtbar, das Thema ist in dem Moment gerade nicht so vorrangig. Ja? Das passt also schon in dem Zusammenhang nicht. Warum man das trotzdem nicht empfiehlt, oder genau genommen empfiehlt man es auch nicht, sondern man sagt unter strenger Nutzen-Risiko-Abwägung. Ja, das ist auch ein Ihr dürft es nicht tun, sondern ein denkt darüber nach, ob es wirklich sinnvoll ist, das jetzt zu tun. Woher kommt das? Wir testen fast nichts an Schwangeren. Einfach aus dem Grund, weil das Risiko, wenn dann doch auch nur einem ungeborenen Kind oder einer Mutter irgendwas passiert und damit im Endeffekt vielleicht auch dem ungeborenen Kind, das wäre dramatisch. Ja? Das heißt, es gibt da keine großen Daten, man verlässt sich dann nicht darauf und sagt, ja, das wird schon, wir testen das groß aus oder so. Sondern man geht halt hin und sagt, wir empfehlen es grundlegend erst einmal nicht. Da, wo es notwendig ist, wo also der individuelle Arzt oder die individuelle Ärztin zu der individuellen Patientin sagt, wir sollten das jetzt doch tun, das ist jetzt wichtig, dass wir das tun, das schaut man sich dann eben im Detail an. Das heißt, es gibt also, warum kommt diese Empfehlung zustande, dass man sagt, nur unter strenger Nutzen-Risiko-Abwägung, wir haben keine Daten dazu. Das ist der ganz einfache Grund. Genau. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel auch mit Kindern. An Kindern werden auch keine Studien durchgeführt. Das heißt, auch da haben wir keine Daten und wo wir keine Daten haben, können wir natürlich keine sicheren Aussagen treffen, so rum. Was wir hingegen machen können, ist natürlich fortlaufend untersuchen, ob es nicht trotzdem noch irgendwelche Wirkungen, Nebenwirkungen oder andere Dinge oder Komplikationen gibt, die wir im Auge behalten müssen. Nils hatte das ja in einer der vergangenen Folgen auch schon mal angesprochen. Natürlich werden wir jetzt weiterhin oder wird von der Wissenschaft weiterhin beobachtet, was infolge dieser Impfung passiert. Das hatte Nils ja auch gesagt, das ist diese Phase 4-Studie, die nach der Zulassung immer erfolgt. Logischerweise beobachten wir bei allen Medikamenten, die es gibt, auch nachdem sie zugelassen sind, ob sich noch irgendwelche Änderungen oder Erkenntnisse ergeben. Das trifft nicht nur auf Impfstoffe oder auf diesen Corona-Impfstoff zu, sondern auch auf alle anderen Medikamente. Wer mal so eine Packungsbeilage von einem beliebigen Medikament sich in Ruhe durchgelesen hat, wird feststellen, dass da immer auch ein kleiner Hinweis ist, dass man nicht aufgelistete Nebenwirkungen, wenn man sie an sich feststellt, immer melden soll. Auch das ist Teil der Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft mit Medikamenten umgehen. Dementsprechend kann es natürlich immer sein, dass noch irgendwelche Nebenwirkungen auftauchen. Das lässt sich nie vollständig ausschließen. Was wir aber sagen können, wir sind zum Zeitpunkt, als dieses Video hier gedreht wurde, bei mittlerweile über 40 Millionen verabreichten Impfdosen weltweit. Und wir impfen mit diesem Stoff seit mit den ersten Studien März 2020. Das heißt, wir können zumindest zum jetzigen Zeitpunkt schon relativ gute Aussagen treffen, weil wir schon eine gewisse Anwendungszeit haben und auch eine ziemlich hohe Anwendungsmenge. Also relevante, schwerwiegende, größere Komplikationen mit diesen Impfstoffen wären zum jetzigen Zeitpunkt aufgefallen. Nichtsdestotrotz, was wir natürlich erst in 10 Jahren sagen können, ist, was dieser Impfstoff in 10 Jahren für Auswirkungen hat. Wir können relativ sichere Prognosen dazu treffen, aus den Erfahrungen, die wir mit anderen Impfstoffen haben und aus dem, wie wir wissen, wie dieser Impfstoff funktioniert. Aber in der Wissenschaft gilt halt grundsätzlich, dass nie irgendetwas zu 100% sicher sein kann und ein gewisses Grad an Unwägbarkeit immer übrig bleibt. Deswegen wird kein seriöser Wissenschaftler auch jemals irgendeine definitive und absolute Aussage treffen oder auf das Leben seiner Mutter garantieren, dass irgendetwas garantiert keine Komplikationen macht. Das liegt in der Natur der Sache. Genau. Dass wir das so gut verstanden haben, ist eben einer der wichtigsten Prädiktoren dafür, dass wir genau wissen, was wir tun. Und das ist auch relevant, wenn man sich sagt, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, das ist jetzt irgendwie ein Genimpfstoff, genbasierter Impfstoff. Kann das denn eventuell meine Gene verändern? Also kann ich irgendwie in meiner DNA verändert werden? Und auch da müssen wir sagen, nach allem, was wir wissen, ist das absolut unmöglich. Warum ist das so? Ihr erinnert euch, Nico hat es ein bisschen ja Proteinbiosynthese schon angesprochen gehabt, Folge 1 war das. Unser Körper hat eine DNA, das ist etwas biochemisch ganz anderes als eine RNA.
Ja? Aus dieser DNA baut er RNA und diese RNA wird dann wiederum in Proteine gebaut. So rum können wir das. Wir können das nicht andersrum. Dafür fehlen uns im menschlichen Körper die Proteine. Das ist theoretisch möglich, aber uns fehlen dafür die Proteine. Ja, wir haben die Möglichkeiten im Körper nicht. Was wir stattdessen mit dieser mRNA machen, ist, wir setzen die in Proteine um, wir bauen da also irgendwelche Eiweiße draus und danach wird die nach einer gewissen Zeit abgebaut. Damit das jetzt nicht innerhalb von Sekunden passiert, ist bei diesem Impfstoff so ein kleiner Schutzfaktor drumherum. Das muss ja irgendwie auch, also es wäre schon gut, wenn nicht nur ein einzelnes Protein daraus gebaut wird, sonst erzeugen wir auch keine ausreichende Immunantwort, sonst müssen schon ein paar mehr sein. Ne? Aber früher oder später wird dieser mRNA-Impfstoff in der Zelle abgebaut. Das ist ein ganz normaler Prozess, das passiert immer. Das heißt, am Ende des Tages bleibt er auch nicht im Körper. Und erst recht wird er nicht rückwärts gebaut in eine DNA. Dafür, wie gesagt, fehlen uns vollständig die Proteine. Ja, das können wir überhaupt nicht. Das ist nur theoretisch möglich, im Labor sicherlich auch. Aber wenn wir das könnten, das wäre super. Dann könnten wir endlich diverse genetische Erkrankungen heilen zum Beispiel. Ja, aber da haben wir leider keine Möglichkeiten für bisher. Muss man so hart sagen. Von daher bleibt es quasi eine Einbahnstraße, die nicht in die andere Richtung beschritten werden kann. Eine weitere Frage, die oftmals im Zusammenhang mit diesen Impfstoffen aufkommt, ist die Frage, Mensch, wie kann es sein, dass die so schnell zugelassen wurden? Ist da alles mit rechten Dingen abgelaufen? Die kurze Antwort ist, ja, ist es. Wir haben das in der letzten Folge ja auch schon ein bisschen besprochen. Nils hat sich zu den Zulassungsverfahren geäußert und letzten Endes kann man sagen, dass aufgrund der weltweit drastischen Lage beziehungsweise aufgrund der Tatsache, dass sich eben so eine drastische Lage angekündigt hat, hat man den forschenden Unternehmen, hat man den Forschern großzügig alle Hürden aus dem Weg geräumt. Das heißt nicht, dass man irgendwie Abstriche in der Wissenschaft gemacht hat, aber die Firmen, die an Impfstoffen geforscht haben, haben hunderte Millionen an Fördergeldern bekommen, haben hunderte Millionen an Krediten bekommen und mussten sich in ihrer Forschung, wenn man das so salopp mal sagen kann, um Geld keine Sorgen machen. Das heißt, alles, was die wollten, haben sie auch gekriegt. Und wenn sie gesagt haben, für die Forschung brauche ich diese teure Anlage, dann haben sie diese Anlage gekriegt. Also Geld war kein Problem, das beschleunigt natürlich die Forschung. Zum anderen, Nils hat es ja auch schon erwähnt, gab es eben dieses Rolling Review-Verfahren, in dessen Verlauf eben auch Zwischenergebnisse schon kommuniziert wurden. Auch das hat natürlich eine Zulassung beschleunigt und es halt möglich gemacht, möglichst schnell mit einem Impfstoff auf dem Markt zu sein. Das heißt, es ist eigentlich nichts Verdächtiges, Komisches oder Anrüchiges, dass diese Impfstoffe so schnell auf dem Markt waren, sondern es ist im Prinzip ein Zeichen dafür, wie gut unsere Wissenschaftler sind, wie gut unsere Forschung ist, wenn man ihnen die Hürden aus dem Weg nimmt und wenn man ihnen genug Geld gibt. Das könnte man jetzt fast schon als verkapptes Plädoyer für einen für mehr Geld für die Wissenschaft und die Schule. Ja, ja, du wolltest verstehen. Weitermachen. Aber im Großen, ja, ja, ich schweife ab. Genau, also tatsächlich im Rahmen der Zulassung und Forschung dieser Impfstoffe wurden großzügig Hürden ausgeräumt. Es gab sehr viel Fördergelder und man hat es halt so schnell gemacht, wie es wissenschaftlich möglich war und auch auf der Verwaltungsseite eben so schnell abgearbeitet, wie es nur irgendwie geht. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass im Rahmen einer solchen Pandemie auch die Zulassungsbehörden eine gewisse Priorität setzen und auch ein bisschen mehr Mitarbeiter auf die Zulassung ansetzen, als das normalerweise der Fall ist. Das heißt, auf allen Ecken wurde geguckt, was man machen kann, um den Prozess schneller zu gestalten, aber eben ohne in der Qualität Einbußen hinzunehmen. Von daher muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwas übersehen wurde oder dass da irgendwelche Dinge nicht geprüft wurden, die sonst geprüft werden müssten. Nein, es ist alles so gelaufen, wie es laufen soll. Ja, das sind, glaube ich, schon die passenden Schlussworte für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, vielen Dank fürs Besuchen unseres Corona-Impf-Specials. Ja, und nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem klassischeren Thema des Sanitäts-Fresh-Ups. Macht's gut. Genau. Bis dahin bleibt uns treu und weil ich es die anderen Folgen nie erwähnt habe, natürlich abonniert uns, drückt die Glocke und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr Fragen natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben oder auch uns zukommen lassen. Wir sind bemüht, alles, was ihr möchtet, in irgendeiner Form in unsere Produktionen einzuarbeiten. In diesem Sinne, wie Nils schon sagt, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!